So Leute, ich bin's nochmal. Ich bin gerade richtig wütend. Und deshalb dachte ich, mache ich jetzt einfach dieses Video, weil ich gerade in dem Mut bin. Reden wir über Freierforen. Reden wir über Foren, wo Menschen, die kleine Mädchen oder auch ältere Frauen, je nachdem, für Prostitution kaufen, danach sie im Netz diffamieren. Reden wir darüber, was da los ist. Ich kann nur zitieren, ein Freierforum hat geschrieben, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen, über eine etwa 14- bis 15-jährige Bulgarin. Natürlich im Schleier der Anonymität, ist sehr eng und geht sehr gut mit. Ich konnte in ihren Arsch spritzen ohne Kondom. Es hat mir super Spaß gemacht, ich kann sie euch nur empfehlen. Die kleine Schlampe macht alles ohne. Ja, okay. Gut, dass wir hier von Kindesmissbrauch reden, wenn die wirklich unter 18 war, wovon ich sehr stark ausgehe. Auch die Freier veröffentlichen ja tatsächlich auch die Profilbilder von den Anzeigen der Mädels. Also es ist unfassbar, Leute, es ist unfassbar, was da los ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Ich glaube, das kann man nicht in Worte fassen. Wenn man solche Perversen, und das sind meistens solche, ich sag's euch, Leute, ne? Ich sag's euch, Leute, ich habe ja tatsächlich auch bei Solvodi eine Weile ausgeholfen, im Sinne von, dass ich auch versucht habe, eben die Straßenstrich-Prostituierten in der Antoniusstraße beispielsweise aufzuklären und so. Also ich hatte mehrere Kontaktstellen mit dem Milieu, auf die ich jetzt aber auch nicht komplett näher eingehen will. Aber und das sind meistens solche Fettsäcke. Das sind solche ekelhaften, verfressenen Säcke. Das sind solche, die sich auf Mallorca beschweren, dass es kein Spanferkel gibt in einem ausländischen Restaurant. Und dann beschweren die sich, dass die 15-jährige kleine Bulgarin nicht eng genug ist für seinen ekelhaften kleinen... Ich muss jetzt aufpassen, sonst wird mein YouTube-Kanal gesperrt. Aber... Leute, es ist schon krank. Die schreiben da, wie die Frauen riechen. Die schreiben dann, ja, hat einen geilen Arsch, aber ist nicht fest genug. Irgendwas über die Wohnmöglichkeit. Ihnen war es nicht sauber genug. Es war nicht gewischt. Was gibt's noch für Optionen? Ja, die sieht älter aus oder die sieht jünger aus. Die schlechter Service kann ich... Punkt, Punkt, Punkt. Und ach... Wie gesagt, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es eine absolute Frechheit in einem Rechtsstaat wie Deutschland ist, dass sowas legal ist. Das ist eine öffentliche Diffamierung, sogar mit Fotografien, was nicht autorisiert wurde von den Frauen, die sich auf solchen Seiten angemeldet haben. Und da müssen wir gegen vorgehen, Mädels. Und dagegen werde ich kämpfen, bis zum letzten Atemzug, das sage ich so. Genau wie gegen die verlogene katholische Kirche in mancherlei Punkten. In dem Sinne, Leute, peace out, ich bin draußen.